her, aber noch immer gibt es Gewalt in den Townships von Südafrika. Viele hier wollen endlich fließendes Wasser und Strom. Wir müssen das tun, wir haben keine Wahl. Wenn die Regierung nicht auf uns hört, bringt die Gewalt sie vielleicht zum Zuhören. Etwa 40% der Haushalte in Südafrika sind in Townships, den Siedlungen in der Nähe der Städte, in denen Schwarze während der Herrschaft der Weißen leben mussten. Auch nach 2 Jahrzehnten Demokratie haben viele einfach kein Geld, um fortzuziehen. Milton Velase wohnt in Soweto, dem größten Township des Landes. Es gibt einen einzigen Schlafraum für die ganze Familie. Freiheit kennen wir hier nicht. Unser Leben hat sich nicht geändert. Wir haben weder Toiletten noch fließendes Wasser. Wir brauchen Paraffin zum Kochen und Kerzenlicht. Zu wenig Platz, kaum Wasser und Strom, das frustriert viele Menschen in Soweto. Einige Viertel dagegen haben sich in den vergangenen Jahren herausgeputzt. So gibt es vielleicht keine Rassentrennung mehr und keine Furcht mehr vor Übergriffen durch Weiße. Dafür gibt es eine Trennung wie in anderen Orten der Welt, die nämlich zwischen Arm und Reich.